Der Touringclub Schweiz hat 5 häufig verkaufte Velo-Anhänger zum Transport von 2 Kindern getestet. Die neueste Generation von Anhängern ist filigran konstruiert und leicht, damit sie möglichst ohne Anstrengung zu ziehen sind. Mit einem zusätzlichen dritten Rad können die Anhänger auch als Kinderwagen fürs Joggen oder Inlineskaten verwendet werden. Bei allen geprüften Produkten ist die Nutzlast auf 45 kg beschränkt. Bezüglich Konstruktion sind bis auf den Leggero alle ähnlich. Sie verfügen über einen zusammenfaltbaren Rahmen und haben leicht demontierbare Räder. Dafür reicht ein Druck auf den Knopf in der Radnabe. Bei allen Anhängern lassen sich die Speichenräder per Feststellbremse arretieren. Zur Grundausstattung zählen einstellbare 5-Punkt-Gurte mit zentralem Schloss. Die Verdecke sind vorne mit einem Fliegennetz ausgerüstet und verfügen teilweise zusätzlich über einen Sonnen- und Regenschutz. Alle Anhänger sind mit Rückstrahlern vorne und hinten ausgerüstet. Bei Dunkelheit müssen jedoch zwingend batteriebetriebene Lampen nachgerüstet werden. Nur der Cruiser hat eingebaute Akkuleuchten im Schiebegriff. Mit sehr guten Resultaten in allen Testkriterien hat der Burley D-Lite überzeugt. Er ist mit 12,8 kg der leichteste und einer der am kompaktesten zusammenfaltbaren Anhänger im Test. Ausschlaggebend für die sehr gute Bewertung waren auch die einfache, aber bedienerfreundliche Kupplung und die in 5 Stufen einstellbare Fahrwerksfederung. Fast ebenso gut schnitt der Cruiser Kids Plus ab. Er konnte im Bereich Fahrdynamik punkten. Dank breiter Spur, tiefem Schwerpunkt und Federsystem rollt er sehr stabil und leise hinter dem Velo her. Sein gutes Resultat im Bereich Handhabung verdankt er auch der bequem zu bedienenden abschließbaren Kupplung. Der ebenfalls leichte und kompakte Thule Shachio Light überzeugt am meisten in den Kriterien Klappmechanismus sowie Demontage von Rädern und Deichsel und Verstellbarkeit des Schiebegriffs. Zum Lieferumfang gehören auch 2 Rangierräder, die sich für den Anhängerbetrieb nach oben gerichtet einstecken lassen. Der XLC Duo verfügt über einen gesteckten Schiebegriff, der 2 unterschiedliche Positionen einnehmen kann. Die vormontierten Rückstrahler zur besseren Sichtbarkeit in den Radspeichen sind vorbildlich. Ein Sonnenschutz zählt nicht zum Lieferumfang, dafür ist ein Bugrad schon dabei. Der Leggero Vento basiert auf einer Leichtmetallwanne und hat mit einem Schnellspannverschluss gesicherte Räder. Je nach Untergrund sind laute Dröhnen und Klappergeräusche wahrnehmbar. Im Vergleich zur Konkurrenz nehmen die Kinder eine aufrechtere Sitzposition ein. Die einfache, aber robuste Feststellbremse wird mit dem Fuß links und rechts separat betätigt. Der TCS Velo-Anhängertest zeigt, dass günstigere Modelle nicht zwingend schlechtere Eigenschaften bezüglich Handhabung, Sicherheit und Komfort mitbringen, sondern vor allem weniger Zubehör. Alle Anhänger lassen sich, zum Beispiel fürs Mitnehmen im Kofferraum des Autos, leicht demontieren und zusammenfalten. Die Hersteller weisen darauf hin, dass als Zugfahrzeug nur Velos oder Elektrovelos mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h eingesetzt werden sollen. Der Touring Club Schweiz wünscht eine gute Fahrt.